The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided to award the 2021 Nobel Prize in Chemistry jointly to Benjamin List and David McMillan for the development of asymmetric organocatalysis. Is asymmetric. Und Katalyse ist, wie gesagt, das ist deshalb für mich so was Besonderes, weil es eben ein Atom oder ein Molekül entfernt von Magie ist. Es ist eigentlich fast so, wie irgendwas zu erzeugen aus nichts. Ja, also fast. Wie ganz knapp daneben. Ja, das ist einfach was ganz Wunderbares. Ich habe es jetzt schon ganz oft erzählt, eigentlich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als diese Geschichte zu erzählen, wie wir, meine Frau und ich, in Amsterdam in einem netten Café saßen und gerade die Bestellung aufnehmen wollten, als einmal das Handy klingelte und dann stand die Nummer Schweden da und meine Frau meinte so, das ist der Anruf. Und ich so, ja, right. Es war wirklich, es war ein Witz eigentlich. Und dann bin ich rausgegangen und tatsächlich, es war Stockholm. Ich erkannte auch die Stimme. Und das Schönste war, der Verleiher, der Vorsitzende von dem Nobelkomitee, hat dann gemeint, kennen Sie vielleicht die Nummer von Professor McMillan? Und ich habe sie ihm dann gegeben. Und er hat ihn aber nicht erreicht. Und ich habe dann Dave eine Textnachricht geschickt, Dave, wake up. Und Dave hat gesagt, this is a prank. Er hat es mir einfach nicht geglaubt. Er hat gedacht, irgendjemand macht einen Schwindel mit uns. Und so ging es mir eigentlich auch. Also ich bin absolut überwältigt und glücklich und dankbar. Und ich habe so viel Dankbarkeit im Moment. Ich weiß gar nicht, wen ich alles danken soll, was an dem Gebiet, an dem ich arbeite, wir alle hier am ganzen Institut arbeiten. Das ist die Katalyseforschung. Und Katalysatoren sind extrem wichtig als Technologie. Und zwar eigentlich für die Herstellung von quasi allem, was uns so umgibt. Die Medikamente, die Farbstoffe, die Riechstoffe. Plastik, Benzin, all diese Dinge werden mit Hilfe von Katalysatoren hergestellt. Und unser Konzept, das war eben damals eine riesige Überraschung, dass das geht, war eine komplett andere Art von Katalysatoren zu verwenden. Nicht die bis dahin etablierten Enzyme, die haben sie in ihrem eigenen Körper, zum Beispiel die helfen ihnen bei der Verdauung. Und auch nicht die Metallkatalysatoren, die man zum Beispiel einsetzt, um Benzin herzustellen, sondern eine komplett neue Art von Katalysatoren, organische Moleküle, Aminosäuren zum Beispiel. Und die kommen in der Natur vor, die sind ungiftig. Unseren Katalysator konnte man zum Beispiel essen. Ich habe es auch bei Gelegenheiten immer mal wieder gemacht, in Vorträgen. Ja, bei mir war es so, dass ich eigentlich schon sehr früh wusste oder mich für die Chemie begeistert habe. Und das war schon mit 11 Jahren oder so, bevor ich überhaupt Chemieunterricht hatte. Und das war, weil ich dachte, die Chemiker wüssten eigentlich die Antwort auf alle großen Fragen. Ja, woraus besteht die Materie und woraus bestehen wir Menschen? Und ich hatte so, glaube ich, damals so ein kindlich-philosophisches Interesse und habe dann mein Labor im Keller aufgebaut. Wir haben Experimente gemacht. Und als ich dann gelernt habe, dass die Chemie leider nicht die großen Antworten liefert, war es zu spät, weil ich habe dann gelernt, wie man Schwarzpulver macht und ganz viele andere tolle Sachen. I would say I'm as dazed and confused. I would say it's just incredibly excited, incredibly surreal. I'm still trying to find my feet underneath me, to be honest, quite now. But it's a whirlwind, but it's a kind of fun whirlwind, I would say. It's very bizarre. But at the same time, it's given me a moment to, you know, it's one of those weird moments in life where you have to sit about, think about all the people who got you here, and it makes you very sentimental, actually. And organic molecules, as we all know, are, you know, when you think about your hand, your body, it's organic, right? It exists in the atmosphere, it exists, it's benign. It doesn't, you know, when you know, human beings, despite our actions, human beings themselves, their molecules are not problematic to the planet. So if you can make catalysts from those organic molecules, you clearly can do something that hopefully can allow all those catalysis efforts, some of them known, some of them unknown, to go forward, but also do it in the context of using molecules which are going to be biodegradable and benign. I work in catalysis, as Debbie said, you'll hear a lot about that. You know, I think it's very difficult sometimes to explain to the outside world what we do and what chemists do. But the one thing I will say is that everything that we do, or what chemists does, impacts everything that's around us all the time and is immediately in front of us. And it is unbelievably exciting to be involved with a science that what you do on a Tuesday can have an impact on a Friday. And as long as we keep sort of maintaining that focus and that drive to having that impact, I think we'll all hopefully be in good shape going forward.